Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. So, wir sind ja irgendwo hier im Nirgendwo. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir hier ins Wasser fallen dürfen oder ob wir dann tot sind. Man weiß es nicht. Wir werden jetzt erstmal versuchen, hier rüber zu kommen. Und mal schauen, was da ist. Weil irgendwie müssen wir hier weiterkommen. So, jetzt glaube ich, müssen wir... Wow, das war knapp, aber wir haben es geschafft. So. Oh, da ist schon mal eine Kiste. Das ist sehr gut. Jawohl, wir haben schon mal wieder Öl und eine Zündbuchse. So. Ein schwaches Murmeln hallt durch die große leere Kammer. Aha. Okay. Hier kommen wir nicht weiter, oder? Können wir hier irgendwas machen? Warte mal. Warte mal. Hammer und Meißel? Nee. Was haben wir noch? Ein Bohrer. Ah, wir haben noch den Behälter. Wir machen mal hier auf. Fülli, Fülli. So. Ein schwaches Homo. So, da hinten rüber können wir, glaube ich, auch noch, ne? Oh mein Gott. Oh, shit. So, jetzt müssen wir hier echt aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Oh nein, ich wusste es. Ich wusste, dass da wieder was im Wasser sein muss. Also das heißt, wenn wir ins Wasser fallen, dann sind wir des Todes. Aber so richtig. Aber nicht mit... Was? Nicht... Warte mal, da ist ein Zettel. 7. August 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Kanalisationswasser umleiten. Okay. Oh shit. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Ja, super. Oh scheiße. Okay, also dass er das hier unbedingt die Kugel da verbannen möchte. Was waren das für Stimmen? Hallo? Ich höre Stimmen. Und sie mögen mich nicht. So, wir müssen mal wieder ein bisschen Speedy Max hier rüber. Halt, 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 halt. So. Okay, wir machen mal ein bisschen Licht. Okay. Was können wir hier? Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Ist da jemand in der Kammer drin? Kann das sein? Oh mein Gott, was haben wir getan? Oh, scheiße. Ich glaube, wir haben was ganz Schlimmes getan. Wenn da jemand eingesperrt ist, dann wird er gleich, glaube ich, tot sein. Oh, scheiße. Okay. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier ganz schnell irgendwie weiterkommen. Oder wir müssen wieder zurück. Können wir wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Von wo sind wir denn nochmal gekommen? Ich weiß es nicht mehr.
Wir schauen uns noch mal schnell hier um. Uns geht's auch, glaube ich, nicht wirklich so gut. Ach, da sind wir reingekommen. Warte mal. Da wäre jetzt das immer gewesen, die Kugeln zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, wir haben das Wasser umgeleitet, ne? Das hieße, wir könnten rein theoretisch gesehen jetzt hier vielleicht unten durch. Aber das glaube ich nicht. Oder? Nein. Hier hat sich nichts verändert. Und uns fehlt auch immer noch das eine Rohr. Und hier werden wir wahrscheinlich auch immer noch nicht reinkommen. Nein, sie rührt sich nicht. Also wir haben das Rohr immer noch nicht, was wir bräuchten. So, also nochmal hoch. Jetzt ist die Frage, da oben ist noch was. So. Wir können also irgendwie noch den Weg darüber beschreiten. Aber irgendwie tut sich da nicht wirklich was. Nee, da tut sich nichts. Und hier tut sich auch nichts. Da war da nicht noch ein Hebel? Nee, da ist kein Hebel. Also vermute ich mal, dass wir in der Zisterne irgendwas noch finden müssen. Tja. Warten wir mal ab. Okay, wir gucken hier jetzt mal weiter. Irgendwie muss es ja hier weitergehen. So. Es ist nur die Frage, ob das hier ein guter Weg ist. Okay, okay, okay. Hier liegen Steine rum. La 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 la. Es war eine rostige, eine dicke. Ah, da können wir bestimmt mit einem Stein draufschmeißen. Deswegen liegen die auch hier rum. Okay, wir gucken mal. Jawohl! Ruhe da unten im Keller. So, das haben wir auch. Da kommen wir schon mal wieder weiter. Oh, immer diese scheiß Springeinlagen. Da hinten ist auf jeden Fall... Oh mein Gott, hoffentlich springen wir nicht daneben. Weil dann sind wir des Todes. Okay, hier geht es irgendwie auch noch nicht so wirklich weiter. Hier ist alles... Hey, Alter, mach keinen Fehler. Wie kommen wir denn darüber? Okay, okay, okay. So, oh, da ist noch so ein Ding. Ich komme. Und noch der zweite Zettel, den wir uns erstmal reinziehen. 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. Inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying, but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ja, das ist auch keine gute Sache hier. Aber okay. Ich glaube... Alter, 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 Alter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, hier können wir nichts machen, oder? Nein, wir sollten, glaube ich, zurückgehen. Bevor es hier zu spät ist.
So, das hätten wir auf jeden Fall auch schon mal so weit geschafft. Wir machen mal, glaube ich, das Licht an. So. Das brauchen wir nicht. Da wären wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Hier geht's nicht weiter. Okay, weiter geht's hier rum. Was? Was war das? Also ich habe das ungute Gefühl, dass wir gleich mächtig Probleme bekommen. Und wir müssen bestimmt da hinten rüber. Weil das ist der einzige Weg, den wir noch nicht beschritten haben. Aber ich traue mich gar nicht da rein. Aber wir werden es einfach wagen. Okay, an dem Dampf werden wir aber nicht vorbeikommen. Aua, das hat wehgetan. Ach, der geht aus hier. Der Dampf geht aus. Okay, wir müssen da echt schnell sein, sonst kommen wir in Teufelsküche. So, nächster Teil. Alter, warum geht denn das nicht? Ich glaube, wir haben keine Kraft mehr. Kann das sein? Warte mal, müssen wir eben gucken. Warte mal, wir nehmen mal. Okay. Super. Super. Jetzt haben wir nur den Qualm abgestellt. Nun gut. Egal. Ich glaube, da ist das dritte Teil. Oh, shit, the fuck. Okay, was haben wir hier? Können Sie uns umleiten? Bingo. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. So. Nächster. Ich glaube, das ist der letzte Zettel. Den ziehen wir uns jetzt auch noch schnell rein. 1839. It is still early. And Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all. But surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Tja, es ist nur die Frage, ob man das wirklich rausfinden möchte. Da ist nichts dahinter. Was für eine Macht dahinter steckt? Ich glaube eher nicht. Okay. Wir machen einmal Licht. So, jetzt heißt es für uns, wir müssen lebendig darüber kommen. Und irgendwas ist im Wasser. Wow. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles geschafft, was wir machen mussten. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt müsste rein theoretisch unten der Weg frei sein, dass wir durch die Kanalisation können. Warum das jetzt hier so verschwimmt, weiß kein Mensch, aber okay. Oh shit. So, ich glaube, uns geht's ganz gut, oder? Wir gucken mal. So, dann werden wir jetzt einfach mal hier den Weg runter beschreiten und hoffen, dass jetzt das Wasser unten umgeleitet worden ist, weil sonst bin ich mir sicher, haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Und ich wüsste nicht mehr, wie wir anders hier... Jawohl, wir haben es geschafft. Wie geil ist das denn? Okay, ob wir denn hier wirklich hier runter wollen, ist... Scheiße. Ein voller giftiger Gestank kommt hier oben. Und Impfstoff hat sich tödlich. Oh, Scheiße. 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 Wir müssen hier raus. Wow. Ohne Impfstoff.
Finde einen Impfstoff, um die Kanalisation sicher zu durchqueren. Alter. Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen, oder was? Wo kommen wir hier hin? Gefängnis Nordblock. Nee. Jetzt haben wir das alles so weit durchquert. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Ich glaube es nicht. Ey. Man macht es uns hier wirklich nicht einfach. So, das hieße jetzt für uns, wir müssten nochmal da rein, ne? Okay, machen wir mal die Lampe aus, Schätzelein. Hier wird sich wahrscheinlich nichts mehr tun. Steuerung. Entschuldigung. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Impfstoff suchen und wir müssen noch die Brücke reparieren, damit wir da weiterkommen. Ich glaube, wir werden hier vor unlösbare Probleme gestellt. So, hier waren wir ja schon so weit, aber hier war ja kein Rohr mehr. Uns fehlt ja letztendlich nur ein Rohr. Ne? So war es doch, oder? So. Steckt fest, also hier haben wir glaube ich alles fertig, ne? So, hier war auch nichts mehr. Lass uns doch mal gucken. Nein, hier ist auch nichts. Okay. Auf der anderen Seite war es glaube ich genauso. Kerze an. Rohr ist defekt. Steckt fest. Okay, und hier war jetzt auch nichts Wirkliches mehr. Was wir gebrauchen können. Also ich weiß es wirklich nicht, wie wir hier weiterkommen sollen. Alter, ich bin da total überfragt. So, hier war die tolle Tür. So, einmal auf und dann wieder hier rein. Aber hier war ja auch nicht wirklich irgendwas, oder? Bin da wirklich überfragt. Können wir hier vielleicht irgendwie hoch? Irgendwie läuft unser Freund hier rum. Ich höre ihn. Ich höre seine Ketten. Aber ich verstehe noch nicht. Können wir hier vielleicht ein Stück Rohr kaputt machen? Hier so ein Stück hier? Hallo? Mal probieren, wa? Also ich weiß es im Moment. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also irgendwas muss doch hier zu machen sein, weil hier kommen wir nicht weiter. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Hier haben wir schon alles fertig. Hier sind auch keine Rohre, die wir benutzen könnten. So, Zündbuchsen haben wir auch keine mehr. Steckt fest. Also das haben wir schon alles fertig gemacht. Also muss ja irgendwo was sein. Wo wir hier, irgendwas haben wir hier vergessen. Irgendwas ist hier. Hier fehlt uns ein einziges Röhrchen. So. Aber was für eins? Hier können wir auch nichts rausnehmen, ne? Nee. Hier dürfen wir auch nicht rausnehmen dürfen. Licht an.